Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Ihr Lieben, ein ganz großes Sorry, dass die letzten beiden Folgen ausgefallen sind. Die Woche war ganz schön chaotisch und ganz schön zehrend an den Nerven. Und nun ja, jetzt starten wir aber durch. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Sonnenpalast, denn wir haben den jungen Mann gesprochen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Silence. Genau den, da waren wir auch in dem Bunker und haben geguckt, was denn nun passiert ist mit der Gaia. Es war auf jeden Fall ein ganz großer Verrat durch irgendeinen Menschen. Ich habe ein ganz kleines Problem. Wo muss ich denn jetzt lang? Ah, okay. Leiter gesehen. Okay. Ich glaube, ich wäre gerade jetzt gleich runtergesprungen. Weil ich einfach nicht wusste, wo ich gerade runter musste. Puh. Gott sei Dank ist mir die Leiter noch aufgefallen. Aber ihr Lieben, ich glaube, es schreit so ein bisschen langsam nach Finale. Nicht gucken. Finale. Ah, da können wir runterspringen. Sehr schön. Tschüssi. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir mal diesen ganzen weiten Weg, den wir jetzt... Warum haben wir jetzt ein Tagebuch bekommen? Schlafen. Steht einfach nur unten schlafen. Ja, das schreibe ich auch meistens in mein Tagebuch. Wenn ich eins führen sollte, schreibe ich auch meistens dann unten einfach nur schlafen hin. Moment mal, der Vogel ist mein Kumpel. Den habe ich umgewandelt. Okay, ich habe ihn anscheinend doch. Lauf, Kind! Ich glaube, ich renne einfach nur. Gott sei Dank habe ich gerade Schlängelauf absolviert. Ich habe gerade so ein bisschen keinen Bock, den Vogel irgendwie in irgendeiner Weise wieder umzuwandeln. Muss ich durchs Wasser? Ich glaube. Das ist... Oh, danke! Er hat mir den gewissen Schwung verpasst. Komm, wir rennen einfach. Ich glaube, ich sollte dabei ausweichen. Also bei aller Liebe, den hat er mir eigentlich umgewandelt. Und ich habe das eigentlich gut eingestellt. Es geht, dass wir... Oh, das ist jetzt ungünstig. Ich weiß gar nicht, schon wieder nicht wohin. Ah, hier! Wenn man gerade in so einer Flucht ist... Oh, danke. Du hast mir den gewissen Mut verleiht, einfach mal hier bergab zu steigen. Ich glaube, ich werde den Pikmarz... Ich glaube, ich werde ihn nicht so schnell los, ne? Wow, wow.
Danke, dass du dich festhältst. Sehr freundlich. Ja, komm. Wirklich. Danke, dass du dich irgendwann noch festgehalten hast. Ich war leicht in dem Fluchtmodus drin. Warten wir mal kurz, bis Hansi und Mansi dann weg sind. Hier müssen wir aufpassen, weil hier noch zwei... Oh, Hähnchen. Weil hier zwei Maschinen noch sind. Wir noch weiterhelfen. Genau, da hinten sind sie. Um Gottes Willen. Jagen Sie mich. Ich sollte mich hier nicht mehr aufbefinden. Ich mach die Fliege. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Ich werde gleich so eine Nackenschelle von dem bekommen. Ich lach doch. Ich will weg, die Alter. Lass mich hier weg. Oh, das beschäftigt mich aber noch nicht. So, jetzt lauf, Kind. Lauf. Ja, ja, klar. Kann ich hier weg? Komm ich von hier? Oh, okay. Das hat sich eigentlich schon erledigt. Ich kann ja nicht so runter. Mich hier gerade was anknappern. So ganz elegant sind wir einfach mal geflogen. Oh, das heißt leicht doch vibriert. Das hätte vielleicht auch ein Lagerfeuer sein können. Ich glaube, das Lagerfeuer nehme ich mal kurz mit und wir sind voll falsch gelaufen. Manuell steuern. Lasst mich noch mal gucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und der erste. Einfach mal das. Lass mich raten, ich habe kein Reittier mehr. Nein, haben wir nicht. Warte, wir könnten vielleicht auch eine Schnellreise machen.
Genug haben wir ja davon. Ja, kommt, wir machen eine Schnellreise. Dann könnte man eigentlich überlegen, ob man nochmal hier unten hingeht. Nein. Ah. Gott, wir haben 20 Schnellreise-Rucksäcke. Ich bin froh, dass wir nicht durchreiten müssen. Dass wir jetzt immer schnell reisen können. Hätten wir auch von Anfang an machen können, aber irgendwie. Sind wir nie dazu gekommen? Oder haben das einfach nur verpennt? Genau wie der Ladebildschirm. Der ist nice. So, Sportskanone, mach mal. Wir wollen in der Folge noch heute ankommen, bitte. Oh. Verarscht uns der Ladebildschirm. Der wir lassen die Osseram entscheiden, was mit ihm passiert? Hallo? Aber er hat versucht, unseren Sonnenkönig umzubringen? Ist das eine... Das können die sonst aber besser. Schade. Hätte gern mal Ente gegessen. Dieser verrückte Bevor jetzt irgendein ganz großer Kampf kommt, gehen wir vorher selber mal speichern. Ich glaube, momentan kann ich mir eh nichts leisten. Guck mal, lauter Kallis. Eugen. Komm, wir rennen mal eine Runde. Wir müssen uns demnächst mal auch ein Reittier wieder zulegen. Warte mal, ist Hades nicht hier irgendwo? Ich kann das nicht mehr zusammenfassen, was wir in der letzten Folge erlebt haben. Ja, sei mal glücklich. Ja, stillgestanden. Ey, junger Mann, salutieren. Er sieht so ein bisschen aus, als ob er ganz dringend auf Klo mal muss, ne? Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Oh, soll ich dir mal andere Kleidung anziehen? Du siehst so schwitzend aus. Dann nehmen wir einfach mal das. Merkt euch meine Worte. Huch, pardon, junger Mann. Die Mittagssonne wirft keine Schatten. Keine Schatten? Ich sehe hier ganz schön viele Schatten. So, dann müssten wir eigentlich gleich beim König ankommen. Mensch, wenn er das jeden Tag hier hochklettern muss. Muss er Oberschenkel haben. Hallo. Sitzt du jeden Tag hier? Jetzt guckt er sich bloß an, frage ich mich. So. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen... Geist mit. Gott, Dämon, Maschine. Wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr, als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren.
Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Was, das war's schon? Mann, das ging jetzt aber schnell. Ich wollte noch irgendwas reinhauen. Achso, ja. Die nennt den König, du? Mensch, das muss ja ein Verhältnis sein. Tadellosen. Im großen Zusammenhang der Dinge. Da hinten. Ich wollte gerade sagen, ey, Marat ist unsichtbar. Besser doch. Immer ganz ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Hallo. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Was war denn das für ein komischer Ton auf einmal, ne? Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Ja, noch was. Oh. Hm? Die Sonne gibt sich heute wieder alle Mühe. Oha, Leute. Der Endkampf? Fühlt sich gar nicht so an, als ob wir in den Endkampf ziehen. Stimmt das? Wenn der Armee gelingt, Meridian einzunehmen, sind wir verloren. Ich würde vielleicht mir noch vielleicht irgendwas holen. Tagebuch? Woher bekommen wir die jetzt die ganze Zeit?
Bis zum nächsten Mal, ja. So schreibe ich auch irgendwann in mein Tagebuch. Sollte ich jemals eins führen? Wir sind gefangen. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Pff, alles klar, ich bin weg, D.E. Quatsch mit dir selbst. Oh, wartet. Das ruckelt hier ganz schön wieder. Oh. Okay, der hat also... Wartet mal, lass mal kurz... Oh, wartet mal. Lasst mich einmal bitte, Oh. Ja, dies ist sehr ungünstig. Ich wollte eigentlich jetzt mal schauen, was ich für die beste Rüstung, ich nenne sie jetzt mal, die teuerste Rüstung brauche. Lasst ihr diese Ware fahren, nur die besten Waren. Arbeit anstellen. Hochwertig. Kurz rein, Munition und Verbandszeug. Alles, was zu finden ist. Ich verlauf mich hier. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Ja, da will ich schlafen, muss ich noch etwas erledigen. Die Stadt wird schon wieder angegriffen. Womit haben gut, wir da wollen wir erstmal noch nicht hin. Hallo. Na gut. Was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Oh. Das ist gut. Ich dachte, es wäre ein Händler. Scheiße. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Ja. Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Habe ich nicht sowas gefunden? Wahrscheinlich. Lass mal kurz die Rohstoffe durchforsten. Mein Gott, bin ich... Oh. Okay. Danke. Verabschieden. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Haben dich deine Reisen auch in alte Ruinen geführt? Reden wir darüber. Alter Kumpelblase. Ah, guck mal. Ah, der müsste irgendwas mit Waffen zu tun haben. Na, schaut mal. Guckt, was? Wir wollten... Ja, hätte ich auch eigentlich von Anfang an machen können. Die kann ich mir leisten. Oh, Nahkampf ist eigentlich... Nein, mir fehlt mir Panzerwandererherz. Ah, so viel Scherm habe ich auch wieder nicht, ne? Das sieht aus... Oh, Brüllrücken. Okay. Jetzt müsste ich wieder dahin, wo der andere ist. Brüllrücken und... Mal kurz gucken. Du bist es nicht? Das war irgendwie der Herr hier hinten. Du warst das.
Verkaufst du sowas? Verdammt. Kostet 700. Und dann brauchen wir noch so ein... Oh, was mit Läufer? Panzerwanderer. Herz. Es einfach mal. Ich kaufe dies einfach mal. Und eigentlich brauche ich ja Brühlrückenherz auch. Ich kaufe es einfach mal. So, lasst mal schauen, was ich denn noch alles verkaufen könnte. Ich kann es auf jeden Fall verkaufen. Das ist sehr schön. Jetzt müsste man wenigstens ein bisschen Geld noch dazu bekommen haben. Eine Scherbe. Okay, die bringt uns absolut gar nichts. Die eine Scherbe. Wollt er sich gerade an mir schmiegen? Oh. Du bist es nicht, aber ich würde mal trotzdem dein Angebot gerne vernehmen. Okay, tschüss. Eine Armee wurde am Rand der Stadt zusammen. Du warst es nicht. Er war's. Es gibt ja auch eine Waffe. Hat man mir erzählt, die Springschleuder, ist das die? Nice. Warte mal. Oh, nein! Ich bin so ein Vollkeks. Ich bin so ein Vollkeks. Alter, ich hab daran gar nicht ge- Ja, okay. Okay, Leute, ich war gerade auf einem anderen Mond. Ja, ich habe unser Geld rausgeschmissen. Ah. Ich habe unsere Kohle weggeschmissen. Hab daran auch gerade... keine Ahnung. Ah, ey. Ja, passiert, wenn man so leicht vor sich hin träumt. Ja, ich könnte auch auf mehr verkaufen. Ach, scheiße. Das ist alles. Sind sie so teuer? Alte Heizkette brauche ich doch nicht, oder? Donnerkiefer-Linse sollte ich behalten. Ja, okay. So, jetzt, yippie, jetzt könnten wir eine Rüstung kaufen. Ich hätte schon wieder so drücken können. Aber so eine explosive... Ich muss niesen. Entschuldigung. Wäre eigentlich auch sehr ratsam, ne? So eine Art Raketenwerfer. Stolperfalle, Seidings. Sicher nicht. Gut. Ich bin jetzt so einiges losgeworden, yippee-yay. Das sind keine Waren, sondern Linken. Munition und Verbandszeug. Alles, was zu finden ist. Das muss alles zu den Toren.
Das, was wir jetzt gerade machen, ist vollkommen optional, aber ich würde es trotzdem gerne mit euch machen. Um einfach mal ein bisschen noch zu schauen und zu gucken, ob wir noch irgendwas für uns holen können. Aber ihr Lieben, nach dieser sehr spannenden Folge würde ich sagen, werde ich hinfolgen, Pussy machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und in der nächsten Folge werden wir mal die beiden optionalen Punkte anlaufen und dann werden wir zu Uli ins Apartment gehen und uns aufs Ohr hauen. Oder wir reihen die ganze Nacht, je nachdem, wie aufgeregt wir sind. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.